Bisschen breiterer Kontext noch. Ja. Diese Herzpatienten, wenn jemand wirklich ein Herzproblem hat, der ist ja beim Kardiologen. Und Ja. er kommt schon zu mir mit 2, 3, 4 Medikamenten, um das Herz zu verbessern. Da kann ich primär mal nichts daran ändern. Das sind ja gute Medikamente. Aber man kann mit Mikronährstoffen eben zusätzlich etwas bieten. Und da ist beim Herzen allen voran die Omega-3-Fettsäuren. Es hat immer wieder Studien gegeben, die sollten beweisen, dass das nichts nützt. Es ist eine Frage der Dosis. Verstehst du, wenn ich eine Studie mache mit einer minimalen Dosis, ist es logisch, dass es nicht nützt. Das wäre bei Medikamenten ja auch so. Und jetzt gab es vor 4, 5 Jahren gab es die sogenannte Evaporate-Studie. Da hat man mit 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren, vor allem EPA und DHA, hat man nachgewiesen, dass die Pumpkraft des Herzens zunimmt, wenn man genügend Omega-3-Fettsäuren verabreicht.